So, Abbildung 5.5 und 5.6 können wir schön in eine Grafik einfügen. Das geschieht über die gemeinsame Achse W durch R, also das Lohnzinsverhältnis. Und in dieser Grafik hier entspricht das linke Feld, der um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn getreten, Abbildung 5.6. So. Und der rechte Teil gibt Abbildung 5.5 wieder. Okay? So, und die Kombination der beiden Schaubilder erschließt einen zunächst verblüffenden Zusammenhang zwischen den Güterpreisen und der Relation zwischen Kapital- und Arbeitseinsatz in der Produktion eines jeden Gutes. Der relative Preis von Textilien sei in der Ausgangssituation PC durch PF1, also dieses Niveau hier. Wenn die Volkswirtschaft beide Güter produziert, dann muss das Lohnzinsverhältnis gleich W durch R 1 sein. Das können wir einfach ablesen, indem wir hochwandern zu der SS-Kurve und das Niveau ablesen von W durch R. Daraus folgt, dass die Relation zwischen Kapital- und Arbeitseinsatz in der Textil- und Lebensmittelproduktion wie folgt sind. Einmal LF durch KF 1, das haben wir dann so abgelesen, und LC durch KC 1, das haben wir so abgelesen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass der relative Preis auf ein höheres Niveau steigt, nämlich PC durch PF2, dann sehen wir auf jeden Fall erstmal, dass, wandern wir da entlang an der SS-Kurve, dass das Lohnzinsverhältnis steigt, also W durch R2. Und Arbeit ist ja jetzt relativ teurer, sodass die Relation zwischen Kapital und Arbeitseinsatz sinken, einmal auf LC durch KC2 hier, haben wir hier abgelesen, und LF durch KF2 hier. Okay, also wir hatten hier eine Bewegung des Preises PC durch PF, das hat hier diese Bewegung ausgelöst von WER auf ein höheres W durch R, und das hat hier wiederum eine Bewegung ausgelöst vom relativen Arbeitskapitalverhältnis von da nach da in der einen Industrie und von da nach da in der anderen Industrie. So, eine wichtige Schlussfolgerung aus diesem Schaubild ist, aus dem linken Feld sehen wir ja, dass bei einer Erhöhung des relativen Textilpreises in Lebensmitteln das Einkommen der Arbeiter im Verhältnis zum Einkommen der Kapitalbesitzer steigt. Klar. Damit aber nicht genug. Eine solche Veränderung der relativen Preise wird darüber hinaus die Kaufkraft der Arbeiter erhöhen und jene der Kapitalbesitzer senken, weil im Verhältnis zu beiden Gütern die Reallöhne steigen und die realen Kapitalzinsen sinken. Woher kommt dieser Schluss? Wenn PC durch PF steigt, das hier, erhöht sich ja der Kapitaleinsatz im Verhältnis zum Arbeitseinsatz, weil hier steht ja das Arbeitskapitalverhältnis, und wenn das sinkt, dann heißt das, Kapital wird relativ gesehen mehr eingesetzt. Und zwar gilt das für beide Industrien, also Textilproduktion und Lebensmittelproduktion. In einer auf Wettbewerb basierenden Volkswirtschaft werden jedoch die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital entsprechend ihrem Grenzprodukt bezahlt. Der Reallohn der Arbeiter in Textilien ist gleich der Grenzproduktivität der Arbeit in der Textilproduktion und so weiter. Wenn das Kapital-Arbeitsverhältnis in der Produktion eines der Güter wächst, steigt das Grenzprodukt der Arbeit in diesem Sektor, sodass sich der Reallohn der Arbeiter in beiden Gütern auch erhöht. Das Grenzprodukt des Kapitals dagegen sinkt in beiden Sektoren, sodass das Realeinkommen der Kapitalbesitzer in beiden Gütern abnimmt.